Am 29. Januar wurde im Picasso-Museum in Münster die neue Ausstellung mit dem Titel Schwarze Moderne, Afrika und die Avantgarde eröffnet. Hier werden traditionelle afrikanische Skulpturen zusammen mit Werken der europäischen klassischen Moderne sowie Werken gegenwärtiger afrikanischer KünstlerInnen gezeigt. Mit Ausstellungsstücken unter anderem von Pablo Picasso, Henri Matisse, Chéri Samba und John Edmonds wird ZuschauerInnen ein breites Spektrum an Kunst geboten. Im Rahmen der Eröffnung konnte uns Alexander Gaude, Kurator der Ausstellung, einiges über ihre Hintergründe und Bedeutung erzählen. Die Idee der Ausstellung bestand darin, die Kunst der klassischen Moderne, die bei uns im Hause ja eigentlich das wichtigste Element bildet, einmal zu hinterfragen nach ihrem Einfluss durch indigene afrikanische Kunst von verschiedenen afrikanischen Ethnien. Weil diese Frage aber schon häufiger gestellt wurde, wollten wir versuchen, diese Fragestellung zu erweitern, indem wir zu diesem Verhältnis Künstler einer globalen schwarzen Gegenwartskunst setzen, die in ihren Werken Antworten auf das Verhältnis zwischen der Kunst der klassischen Moderne und halt der indigenen afrikanischen Kunst. Die Einflüsse indigener afrikanischer Kunst finden sich an vielen Stellen in der europäischen Moderne wieder. Auch namhafte Kunstschaffende haben sich von den Werken stark inspirieren lassen. Am deutlichsten sieht man sie fraglos im Werk von Pablo Picasso. Wir haben hier hinter mir eines der berühmtesten Werke von ihm. Und dort kann man eigentlich Picassos spielerischen Umgang mit einem Formenrepertoire von indigenen afrikanischen Masken am allerbesten ablesen. Das eine, was mich sehr stark überrascht hat, ist, wie stark halt dieses Formvokabular, wie stark das doch virulent ist halt in der Kunst der Moderne und wie stark doch dieses Formrepertoire, wenn Sie also jetzt sich Werke des Kubismus anschauen, eine der Avantgarde-Bewegungen des vergangenen Jahrhunderts halt beeinflusst hat. Das andere, was mich überrascht hat, ist, wie viel man doch diesen Werken, die wir aus den Museen halt kennen, abgewinnen kann, wenn sie in Perspektive zu afrikanischen Gegenwartskünstlern gesetzt werden. Weil wie dieser Blick sich halt verändert auf afrikanische Kunst durch die schwarze Gegenwartskunst und auch auf die klassische Moderne, die wir halt kennen aus der Schule, aus der Universität. Was John Edmonds beispielsweise in seinem Werk macht, ist Folgendes. Er kreiert Paraphrasen auf Fotoikonen der klassischen Moderne, wie beispielsweise Man Ray's Noir et Blanche, in der er die Setzungen, die dort Man Ray vornimmt, umkodiert. Er hinterfragt halt Setzungen nach Ethnizität, nach Sexualität, nach Formen, wie weiße Körper dargestellt werden, antwortet er eigentlich darauf durch Darstellung des schwarzen Körpers. Besonders bei der Arbeit mit den Werken indigener KünstlerInnen ist ein respektvoller und geschichtsbewusster Umgang wichtig. Dazu Alexander Gaude. Also ich glaube, wir leben in einem Zeitalter, in dem man den strukturellen Rassismus in Institutionen hinterfragen muss. Wir leben in einem Zeitalter, in dem man ganz stark darüber nachdenkt, wie man sich mit dem kolonialen Erbe verhält. Und ich glaube, es können sozusagen nur kleine Schritte sein, in denen man zu einem angemessenen Umgang halt mit diesem Erbe gelangen kann. Und ich glaube, dass Museen einen Beitrag dazu leisten können, weil es Räume sind für eine offene Gesellschaft, die halt offen über halt diese Fragestellung nachdenken kann, ohne sich sozusagen politisch sofort positionieren zu müssen. Wir müssen halt begreifen, dass Afrika nicht nur Teil unserer biologischen DNA ist, dass wir sozusagen biologisch eigentlich nicht so divergent sind, wie uns das Rassisten glauben machen wollen. Und das Zweite ist die Frage halt danach, wie wird eigentlich ein Blick auf eine bestimmte Form von Kunst durch unsere Kultur, also durch die europäische, westliche Kultur beeinflusst. Und ich glaube, dass diese beiden Dinge, die Hinterfragung eigentlich der eigenen Perspektive und ich glaube auch die Frage einer Anerkennung der afrikanischen Kultur als Teil unseres Erbes
ohne dass sie sozusagen assimiliert wird, sondern dass man das produktiv halt betrachtet. Das sind, glaube ich, die beiden größten Herausforderungen, die man sich in ethischer Hinsicht als Museumsmacher stellen kann. Ich weiß nicht, ob wir diesem Anspruch in voller Hinsicht entgegenkommen können in dieser Ausstellung. Ich glaube aber, diese Ausstellung bildet einen Versuch, um vielleicht in der Zukunft dahin zu gelangen. Die Ausstellung kann noch bis zum 1. Mai besucht werden. Parallel wird die aktuelle Studioausstellung mit dem Titel Picasso, die Schönen und das Biest angeboten. Karten für beide können auf der Website des Picasso-Museums gekauft werden.